Einführung in die Finanzbuchhaltung, die siebte. Herzlich willkommen. Jetzt wird es etwas trocken und anstrengend, aber es wird Zeit, mal die rechtlichen Grundlagen der Buchführung zu besprechen. Wem das ein bisschen zu anstrengend ist, der kann es gerne überspringen und mit Film 12 weitermachen. Da werde ich wieder die Buchungen aufnehmen und da weitermachen, womit ich in den ersten sechs Filmen angefangen habe, einfach mit Buchen. Und das wird ja auch hauptsächlich abgefragt in Prüfungen, also buchen, buchen, buchen. Das, was in den nächsten vier Filmen kommt, das sind eben die rechtlichen Grundlagen, das ist auswendig Lernstoff. Da empfehle ich immer, Karteikärtchen zu schreiben. Ja, aber er gehört einfach auch dazu, weil Buchführung wird meistens nicht freiwillig gemacht, sondern es ist ein Muss. Da gibt es Vorschriften. Und die wichtigsten Gesetzesbücher, die man sich dazu merken sollte, das ist einmal das HGB, Handelsgesetzbuch. Da sind alle handelsrechtlichen Vorschriften niedergelegt. Dann das Einkommensteuergesetzbuch. Da ist einiges niedergelegt, aber nicht so viel. Die steuerrechtlichen Vorschriften, die sind hauptsächlich in der Abgabenordnung niedergelegt. Und die schauen wir uns gleich mal ein bisschen näher an. Weil die Sache ist die, in den meisten Prüfungen darf man Gesetzesbücher mitnehmen. Und wenn man weiß, wo es steht, dann muss man sich nicht so viel auswendig merken. Und deswegen werde ich die jetzt auch ausführlich besprechen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Also ich werde jetzt das nicht alles im kompletten juristischen Rahmen besprechen und deuten, sondern ich werde mich auf das beschränken, was in Prüfungen in der Regel gefragt wird oder werden kann. Mehr wird fast nie gefragt, also selten. Das heißt nicht, dass es nicht vorkommen kann, wenn es noch nie vorgekommen ist. Zunächst einmal fragen wir uns, wer überhaupt muss Bücher führen? Ihr könntet jetzt theoretisch alle Gesetze, zum Beispiel unter www.gesetze-im-internet.de anschauen und die durchlesen. Nee, keine Angst, ich verrate euch. Und zwar, wir schauen uns erst einmal den Paragraphen 140 Abgabenordnung an. Den lese ich jetzt einfach mal vor, weil es macht wenig Sinn, Gesetze in die Prüfung mitzunehmen. Und dann hat man noch nie so einen Gesetzestext gelesen und liest ihn zum ersten Mal, weil das klingt alles recht seltsam, jedenfalls für mich. Ich bin ja keine Juristin. Also ich lese das jetzt einfach mal vor. Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. Ja, was heißt das jetzt konkret für unseren Fall? Also Juristen, bitte ein bisschen weghören. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber es reicht, um die Prüfung in Finanzbuchhaltung zu bestehen. Also, man wird auch nicht gefragt, was bedeutet das? Also man muss es nicht juristisch interpretieren. Ja, das bedeutet eigentlich nichts anderes. Es gilt zum Beispiel das HGB. Und da schauen wir uns mal den Paragraphen 238 an. Da steht die Überschrift Buchführungspflicht drin. Und da steht drin, jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen. Den Rest, damit beschäftige ich mich später. Also, wir wissen jetzt erstmal, jeder Kaufmann. Um herauszufinden, was ein Kaufmann ist, müssen wir Paragraph 1 HGB bemühen. Hier steht nämlich, Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuches ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Ja, was zum Kuckuck ist ein Handelsgewerbe? Ja, das ist jeder Gewerbebetrieb. Das, was ich hier hinten weggelassen habe, das ist ziemlich irrelevant. Also ich fordere euch wirklich auf, nehmt euer eigenes HGB und schlagt mal nach, dann werdet ihr es sehen, einfach damit ihr auch ein bisschen Übung bekommt. Ist sehr empfehlenswert. So, jetzt bei meiner Recherche habe ich keinen Paragraphen gefunden, der genau definiert, was ein Gewerbebetrieb ist. Es gibt zwar viele Gesetze und Paragraphen dafür, aber keine genaue Definition, die gesetzlich eindeutig festgelegt ist. Deswegen habe ich das Gabler Wirtschaftslexikon bemüht. Und da kann ich euch auch gleich zeigen, wie man richtig zitiert. Ich habe das wortwörtlich abgetippt. Also unter einem Gewerbebetrieb versteht man eine steuerlich, eine selbstständige, nachhaltige,
Entschuldigung, steuerlich eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Hier diese Pünktchen bedeuten wieder, dass es hier noch weitergeht. Ich habe Anführungszeichen gesetzt, um zu zeigen, ich habe wortwörtlich zitiert. Und ich habe auch hier die Quelle aufgeschrieben und den letzten Zugriff. Also so tut man richtig zitieren. Und wenn ihr so zitiert, dann kann man euch auch kein Plagiat vorwerfen. Das könnt ihr euch gleich für die nächste Semesterarbeit merken. Ich finde, das kann man nicht früh genug sagen. Also so muss man richtig zitieren. Natürlich haben die einzelnen Dozenten ihre eigenen Vorstellungen, wie man richtig zitiert. Das kann ein bisschen abweichen von dem. Also dann haltet euch bitte an das. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hundertprozentig genauso sein muss, aber man muss kenntlich machen, das ist nicht auf meiner Miste gewachsen, das ist nicht mein geistiges Eigentum. Ich muss klar sagen, woher ich es habe. Wie erkennt man also, ob ein Gewerbebetrieb vorliegt? Also erstens mal, es muss eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegen. Also der Gewerbebetrieb muss von der Struktur her so angelegt sein, dass er Gewinne erzielt. Die Absicht muss erkennbar sein. Das heißt natürlich nicht, dass er jedes Jahr Gewinne macht. Also genug Betriebe sind in den roten Zahlen und sind trotzdem buchführungspflichtig. So, dann die Beteiligung am Wirtschaftsverkehr. Das hatten wir auch schon in der Definition, also Austausch von Waren, Gütern und Geld natürlich. Dann die Selbstständigkeit, das hat man noch nicht. Das heißt, die Tätigkeit muss von dem Unternehmer auf eigene Rechnung gemacht werden und auf eigene Verantwortung. Nachhaltigkeit, ja, die Tätigkeit, die muss nicht nur vorübergehend gemacht werden, wenn man vielleicht Geschwindgeld braucht, für was weiß ich auch immer, sondern sie muss auf Wiederholung angelegt sein. Also das sind im Grunde genommen die vier Merkmale eines Gewerbebetriebes. Und sowas lässt sich wunderbar abfragen. Abzugrenzen sind die freiberuflichen Tätigkeiten, zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und Heilpraktiker. Die sind nicht der Buchführung verpflichtet. Gut, man könnte sich vielleicht fragen, was machen die? Aber das werde ich in einer extra Filmreihe oder Playlist bearbeiten. Das ist nämlich eine Einnahmenüberschussrechnung und das wird in der Regel nicht in Prüfungen abgefragt. Hier erst einmal die Übersicht über die Fragestellung, wer ist eigentlich zur Buchführung verpflichtet. Hier erst einmal die Paragraphen 140, 141 Abgabenordnung und den Paragraphen 238 HGB. Also gut merken, falls ihr Prüfungstexte mitnehmen dürft in die Prüfung. Und jetzt die fünf Merkmale eines Gewerbebetriebes, also Selbstständigkeit, Nachhaltigkeit, Gewinnerzielungsabsicht, Beteiligung am allgemeinen Wirtschaftsverkehr und keine freiberufliche Tätigkeit. Und der Gewerbebetrieb muss Umsätze über 500.000 Euro haben, beziehungsweise Gewinne über 50.000 Euro. Dann ist er auf jeden Fall zur Buchführung verpflichtet. Und das hätte ich jetzt fast vergessen, wer auch zur Buchführung verpflichtet ist, sind Gewerbebetriebe, wo der Unternehmer sagt, ich trage mich freiwillig ins Handelsregister ein. Dann muss er auch Bücher führen, solange er da drin steht. So, und damit habe ich diese erste Frage mal beantwortet. Ich glaube, der Film ist jetzt lang genug geworden. Ich mache in Film 8 weiter mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.